bezüglich. Zum Beispiel die viele Nicht-Muslime stellen. Zum Beispiel, Allah sagt im Koran, dass die Religion vervollkommen ist. Und manche machen als Argument, zum Beispiel sagen, wenn eure Religion vollkommen ist, warum gibt es dann in manchen Themen keine Einigkeit? Wie jetzt zum Beispiel das wegen der Blutung, ob man den Koran anfassen darf oder nicht. Ja, die sagen zum Beispiel, wenn die vollkommen ist, dann müsste es auch für das eine Lösung sein und keine Meinungsverschiedenheit oder so. Was antwortet man da? Wir haben also in der islamischen Religion gibt es einmal das Fundament und es gibt Zweige, was in den Fettangelegenheiten betrifft. Diese Fettangelegenheiten, da es unterschiedliche Meinungen gibt unter den Rechtsgelehrten, besonders hier, gibt es oftmals keine klaren Beweise in dieser Hinsicht. Und das bringt dazu bei, dass die Rechtsgelehrten durch ihre Anstrengungen und Interpretation und Auslegung hier zu einem anderen Hukum kommen, zu einem anderen islamischen rechtlichen Bestimmung, nennt sich das. Und deswegen findest du, es gibt auch bestimmte Grundlagen, zu welchen Grundlagen sie beispielsweise auch tendieren. Ja? Und aus diesem Grund findest du diese unterschiedlichen Meinungen, wie beispielsweise, dass die Sahaba und ihre Moranen, der Prophet zu ihnen gesagt hat, er hat sie geschickt nach Bani Qurayza, sie sollen das Hasan-Gebet erst in Bani Qurayza verrichten. Und unterwegs hat die Zeit von Hasan-Gebet sie eingeholt, waren aber noch nicht an diesem Ort angekommen. Und einige von den Sahaba und ihre Moranen haben gesagt, der Prophet meinte, wir sollen uns beeilen, damit wir Asr in Bani Qurayza kriegen. Und die anderen sagen, nein, der Prophet hat dieses gesagt. Hier haben sie eine Interpretation angelegt. Jeder hat das so verstanden, wie er es gehört hat. Und der Prophet hat beiden keinen von den beiden getan. Das heißt also, es gibt diese Art, Toleranz von Meinungsverschiedenheit, dieses Sia, dieses also unterschiedliche Meinung. Die Rechtsgelehrten sagen in diesem Zusammenhang Achtilaf al-Mu'tala, ja, also das Achtilaf al-Mu'tala, die unterschiedlichen Meinung, die tolerierten unterschiedliche Meinungen unter den Rechtsgelehrten. Es darf aber nicht Zadat, es darf nicht keine Gegensätze. Zum Beispiel, die eine sagt, Musik ist haram, der andere ist halal. Das nicht, sondern entweder ist es halal oder haram. Ja? Aber in dieser Angelegenheit gibt es kein großes Bedenken, also kein großes Angelegenheit. Anders ist beim Fundament, wenn man zum Beispiel über Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala spricht oder ein Iman in dieser Hinsicht. Das ist was anderes. Da ist also ein Fundament. Es darf keine unterschiedliche Meinung. Diejenigen, die sich dann unterscheiden von einer Aqida beispielsweise immer, das sind dann meistens dann Sekten, Gruppierungen, die sich von den Fundamenten eines Sunnis wa Jama'a abgewichen sind. Um mal ein bisschen was dazu sagen. Ich weiß nicht, wer zuerst kommt. Ich glaube, er war zuerst. Ja.